Interessant wird's jetzt, weil der normale Schritt ist jetzt hier durch die Tür zu gehen. Aber die ist schon zu. Aber dafür bricht hier der Boden jetzt ein. Er fällt runter. Und wird jetzt von seinem Bro einfach gekillt. Auf jeden Fall bleibt jetzt mal hier der Boden offen. Das ist schon mal angenehm. Komm, machen wir. Was war das denn bitte? Ich meine, wenn nicht mal der Plunge-Attack geht, ist das halt schon ein schlechtes Zeichen. Und was wir natürlich noch versuchen können, ist zweihändig. Weil Blocken bringt uns sowieso nicht so mega viel. Das ist aber auch ein Witz, sorry. Ich glaube, wir müssen uns ausziehen. Eine Ewigkeit später. So. Red Titanite Slap, sehr gut. Wir haben noch keine Waffe und kein Nichts, aber Hauptsache, wir können das schon. Lass mich mal kurz schauen. Habe ich irgendwie... Nicht mehr gut, ich habe den Ring. Oh, das ist eine coole Idee. Ring of Temptation. Also wir bekommen mehr Seelen, aber wir lassen keine Seelen übrig, wenn wir sterben. Aber wir gucken uns mal kurz hier um. Hallo? Da drüben ist ein Item. Die wachen doch jetzt 100 pro auf. Parrying Dagger. Okay. Töten sie ihn jetzt? Hoffentlich nicht. Es ist vorbei, Skeleton. I have the high ground. Was ich jetzt mal gerade wissen will... Ist die Feuerhüterseele in den New London Ruins noch verfügbar? Wait. Lord Shrek ist jetzt hier. Das war nicht der Droide, den ich suchte. Also im Moment habe ich das Gefühl, ich werde eher bestraft, wenn ich erkunden gehe. Okay. Da hat die Mod mich gerade kalt erwischt. Hä? Als ob der Black Knight nicht da ist. Das ist doch zu easy gerade. Das ist so ein Troll. Natürlich Broken Sword einfach da hinlegen. Ganz ehrlich, ich hätte den Blue Tearstone Ring auch einfach da liegen lassen können. Es ist ja nicht mehr so, als wäre der gut. So, lass mich raten. Taurus ist schon da. Ich darf keinen Plunging Attack auf ihn machen. Wow. Okay. Ich will gleich mal testen, wie viel der eine Ring gibt. Also wie groß der Seelenbonus ist. Wenn wir vorsichtig spielen, ist das vielleicht sogar am Ende ein Gewinn. Öffnet sich nicht von dieser Seite. What? What? Moment, also erstmal, Sunbro fehlt. Es gibt keine Deckung mehr vor dem Drake? Also ich weiß, dass er aktiver ist als sonst. So, ist hier oben wenigstens irgendwie ein Item oder so? Nö. Okay, geil. Das Feuer kommt hier raus, aber es trifft... Solaire! Solaire ist hier! Sunbro! Ja, genau. Jetzt trifft es mich hier. Danke, Dark Souls. Da drüben das Bonfire fehlt einfach auch. Kannst doch nicht beide... Warte, nee, da wäre das Bonfire normalerweise, ne? Aber das fehlt auch. Kannst doch nicht beide Bonfires ersatzlos streichen. Das kannst du nicht bringen. Ja. So, wahrscheinlich stehen wir gleich vor einer verschlossenen Tür. Hier das Bonfire hat er natürlich gelassen. Ja, nee, ist klar. Ist der Black Knight hier? Nein, aber Crest Shield ist natürlich auch nicht hier. Es wäre ja zu einfach, wenn der beste Schild im Spiel einfach schon hier wäre. Hey, Titanite. Er ist offiziell jetzt ein Boss.
Kann man immer noch die Treppen schießen bestimmt, oder? Das Moveset dürfte sich ja nicht verändert haben. What? It's fucking up. Ne. Moveset dürfte sich nicht verändert haben. Ich hätte nicht gedacht, dass man aus dem Titanite Demon so gut einen neuen Bosskampf hinkriegt. Gut, normalerweise dürfte ein Zwölfter... Jetzt müsste eine Facecam da sein. War so klar. Das war so klar, dass André tot ist. Ey, Leute. Das könnt ihr doch nicht machen. Aber hoffentlich ist der Shortcut zu Firelink wenigstens was, dass wir wenigstens einen anderen Weg mal haben. Also da kann ich lange auf André warten. Bitte sag mir, dass das nur ein Fake ist. Kannst doch nicht André töten. What? Als ob Sans Fortress schon offen ist. What? Als ob Sans Fortress einfach schon offen ist. What? Spiel doch nicht so mit meinen Gefühlen. Das kannst du doch nicht bringen. Bro. Ey, das ist so fies. Das ist sowas von fies einfach. So, was hat... Kein Bossfork? Das ist ein Fake-Out 100 Pro. Ich sehe sie doch. Da oben. Oder sind... Hier, die Gargoyles, die jetzt auf einmal zum Leben erwachen. Hä? Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass der Gargoyle-Bosskampf komplett raus ist. Er ist auch schon hier. Müssen wir überhaupt die Glocken läuten? Bestimmt triggern wir damit jetzt irgendwas. Irgendwas total Schreckliches. Was? Meine Handschuhe sind zu schwach, um den... Hä? Aber ich verstehe auch gerade sowieso nicht, wozu wir jetzt überhaupt noch die Glocken brauchen. Ist hier ein Bonfire? Nee, ne? Das wäre ja auch zu einfach, wenn hier beim Sunbro Covenant ein Bonfire wäre. Aber ist hier oben irgendwas Interessantes? Hallo? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand die Black Knights waren eine krassere Challenge. Ach, das ist cool, not gonna lie, Bonfire hinter einer optionalen Encounter verstecken, das ist nice. Also die sind schon, die Torch Bros sind schon mal da, aber Stray habe ich ja schon gekillt. Torch Hollows, weiterhin OP as fuck. Kann man mit dem Jauche-Küchlein eigentlich irgendwas Sinnvolles anfangen, also außer sie auf Gegner schmeißen und sie versuchen damit zu vergiften? Ich glaube, Snuggly will einen haben. Aber darüber hinaus... Ich glaube, in Dark Souls 3 bin ich mal von jemandem gekillt worden, der dann erstmal direkt so einen Scheißhaufen auf mich geworfen hat, also während ich gestorben bin. Und ich mir dachte, das ist aber auch dann der maximale Disrespekt. Man kann in Dark Souls 3 mit Kacke werfen, jetzt bin ich am Spiel interessiert. Ja, das geht. Du kannst auch in Dark Souls 1 mit Kacke werfen. Gehört auf die Feature-Liste der Spielebox. Hätte wenn das vielleicht das Spiel schon durch. So kann man sich auch outen. Frage, kann ich irgendwo noch die Purple Moss kaufen? Weil sonst habe ich bald keine Möglichkeiten mehr, mich von Gift zu heilen. Das hat nichts mit sowas zu tun. Mhm. Ich habe mir auch damals Fortnite nur geholt, weil ich herausgefunden habe, dass man mit Einkaufswagen durch die Gegend fahren kann. So Sachen finde ich einfach interessant. Fallout 4, es gibt einen Bademantel mit Physik. Ja, sowas ist halt schon irgendwie mal lustig. Das sind halt so kleine Dinge, die einem Spiel auch Persönlichkeit geben. Man ist ja bei Siedler ja auch nicht anders. Mit den Idle-Animationen von den Siedlern. So, das sind so Sachen, die müssten nicht im Spiel sein. Das Spiel würde sich nicht verändern dadurch. Zumindest nicht vom Gameplay her.
Aber das sind dann so Sachen, die im Kopf bleiben. Ich glaube, wie lange ich hier für Quilak gebraucht habe, das wird ein Meme. Wie gesagt, sie ist nicht mal schwer, aber wenn man sich halt einen Fehler erlaubt, ist man tot. Und ich habe nicht wirklich die Beweglichkeit, um bei ihren Angriffen schnell rauszukommen. Ohne solche Sachen würde sich das Feeling eventuell verändern. Ja, und darum geht es ja eigentlich. Bei jeder Form von Kunst. Du willst ja bestimmte Gefühle in dem Leser oder im Konsumenten hervorrufen. Weil es wirklich einige Menschen gibt, denen sowas komplett egal ist. Ja, ich sag mal so, es muss ja auch nicht alles in einem Spiel für jeden interessant sein. Ich finde es halt immer schade, wenn sowas, bei Siedler halt, wenn da halt so argumentiert wird. Ich denke halt, so Siedler ist halt auch, finde ich, viel mit Persönlichkeit und dem Charme, den halt die Siedler halt haben. Das ist halt das, was ein Spiel nicht austauschbar macht. Da habe ich ja auch in dem Siedler 5 Story Video drüber gesprochen. So, ich sag mal so, Planetary Annihilation. Mir hat das Spiel hat es nicht geschafft, dass ich dazu was empfinde. Aber es ist im Prinzip ja eigentlich nur Supreme Commander. In neu. Ist ja eigentlich nichts anderes. Und Supreme Commander hat es aber geschafft mit seinen Fraktionen, dass die zumindest halbwegs etablieren. Das sind, ja, gerade bei Genres, die umkämpfter sind, sind es ja solche Sachen, die halt das Spiel abheben. Ich frage mich, ob das Bonfire hinter der Illusory Wall noch da ist. Okay. Stattdessen werden wir einfach gegankt. Magic Shield. Hier ist Johnny. Ja, definitiv. Passage granted only to the Knights of Gwyn. Heißt das? Heißt das etwa, dass wir müssen wahrscheinlich erstmal nach Anor Londo, oder? So, hier, das wusste ich tatsächlich schon. Moonlight Butterfly ist nicht mehr allein. Hack. Ich muss ihn nur dreimal treffen mit meinem Schaden, aber... Ich brauche ein weibliches Video-Model mit Brüsten. Mhm. Es wäre so traurig, wenn das auch noch wirklich funktionieren würde. Ich hätte da, by the way, eine Idee für eine neue Belohnung. Oh, what? Machst du ein Video-Modell mit den Kanalpunkten? Kann man das dann verändern? Oh, ich habe so eine Befürchtung. Also entweder kommt dann wirklich so ein sehr attraktives Camgirl raus. Oder, falls ihr RT-Game kennt, sowas wie sein Me, I won't die. Ich glaube, es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Ich kämpfe ja auch im Grunde genommen auf zwei Ebenen. Ich kämpfe ja einmal so 2D-mäßig und dann fliegt er hier noch rum. Let's go! Soul of the Moonlight Butterfly. Wie viele Seelen kriege ich da? Hallo, Dusk. 15.000 Seelen. So, tis thou who rescued me. Okay, cool. So, was haben wir jetzt dafür hier oben? Ich rechne schon fast damit, dass wir gegankt werden und ich das bereuen werde, hier hochzugehen. Hallo, André. Grass Crest Shield. A.K.A. Best Shield in the Game. Ach so, sie kommt... Ach, dafür ist jetzt der Turm. Das ist cool. Irgendwas Sinnvolles? Ich meine, das ist halt... Das ist halt für Magie, ne? Ich bin so froh, dass ich gerade diesen Ring abgelegt habe. So, Darkroot Basin. Mal gucken, was da abgeht. Bin gespannt, was er mit der Hydra gemacht hat. Keine Ahnung, Hydra ist wahrscheinlich einfach Bed of Chaos oder so. Ich frage mich, ob der Eingang zum DLC jetzt aber auch in dem Turm ist. Okay, ich sehe die Hydra. Hydra ist noch da. Ist das ein Bonfire? Ich weiß, dass mindestens ein Bonfire im Spiel eine Trap ist. Ich habe nicht gerastet an dem Bonfire. Oh. Jetzt stellt sich durch seine Aussage die Frage, sind Bonfires jetzt gay? Nein, nicht die Art von Trap. Aber man kann nicht leugnen, von allen Souls-Spielen hat Dark Souls 1 die heißeste Level-Waifu. Ich bitte meine Mutter, der dieses Bonfire nach einem entsprechenden Trap aussieht. Als ich heute aufgestanden bin, hatte ich nicht geahnt, dass ich im Laufe des Tages etwas von Level-Waifus hören würde, aber hier sind wir. Tja. Wenn Sie in der Quantenphysik weiß, dass Traps nicht gay sind, bekommen wichtige Fachbegriffe, zum Beispiel Schrödingers Schlong. Was? Nanny? Wir können uns in den Sarg legen, dann können wir schon zu den, zu Nito, zu den Dark Raves.
Eine Minute, 37 Sekunden später. Hallo. Passiert hier überhaupt noch was? Das ist ja so ein Treu-Move, wenn der Sarg nichts mehr tut und man sich einfach nur hier reinlegt und dann wartet und nichts passiert. Ausgewogenes Schlaffeld ist wichtig, also erstmal 8 Stunden Sarg kriegen. Ich hab mal vor Monaten ein Ask Me Anything auf Reddit gesehen, sogar ein deutsches, wo jemand darüber geschrieben hat, dass er seit Jahren nur noch im Sarg schläft. Hier passiert nichts. Wahrscheinlich erfülle ich die Voraussetzungen noch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gar nichts mehr bringt, aber wahrscheinlich muss ich irgendwas vorher gemacht haben. Ich kann bestätigen, gute Särge sind extrem bequem, wenn das eingequetscht sein wird von beiden Seiten. Das erzeugt unterbewusst ein Gefühl der Sicherheit. Ja, kann ich mir vorstellen. Wäre es ja auch so eine Sache, so wie Gewichtsdecken. Einfach so ein unterbewusstes Gefühl triggern. So, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich gehe nicht mit einem Estus zu Pinwheel. Nämlich eine Dephoren-Signatur, alle Rechtschreibfehler sind... die in der allgemeinen Lustigung wurden strategisch platziert. Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur. Deutsche Foren sind generell auch something else. Ich sehe den Smiley vor meinem inneren Auge, danke dafür. Du hast auch die Suchfunktion nicht genutzt. Dafür gab es doch vor 5 Jahren schon ein Thema mit veralteten Informationen. Das ist so eine Kultur, die hast du auch nur in Deutschland gefunden, glaube ich. Oh. Hat ja lange genug gedauert jetzt. Used to summon Fiery Explosion. Ganz ehrlich, wenn die Bosse einem alle auch noch irgendwie die Bossseelen halt einem Level geben würden, also nicht Seelen, sondern halt Level in einem bestimmten Stat, dauerhaft, da würde deren Wert auch viel besser skalieren, weil dann willst du sie möglichst spät einsetzen, wenn die Level teuer sind. Okay, diese Glocke darf ich selber läuten, oder wie? Aber was bringt mir das jetzt? Ich meine, Sands Fortress war ja schon offen. Jetzt hat er sogar extra hier die Szene gekürzt. Ich bin jetzt sehr neugierig, was er mit Ceaseless gemacht hat. Hallo Ceaseless, ist hier irgendwas anderes? Irgendwas anders als sonst? Das hier ist genau wie immer? Wer bist du denn? Ist sie Freund oder Feind? What? Ist das Quilana? Wir haben jetzt nicht sicher, ob ich sie töten soll oder nicht. Weil sie halt mich nicht direkt angegriffen hat. Das ist natürlich schon clever. Aber ist das Quilana? Weil ich meine, das würde lore-technisch, glaube ich, Sinn ergeben. Meine Pyromantie ist nichts gegen meine Keule. Du wirst gepancaked. Sie ist weg. Also sie hat verhindert, dass ich ihn so töte, wie man ihn normalerweise cheest. Und jetzt muss ich ihn normal töten. Aber mich überrascht, dass sich Quilana hier einmischt, wenn sie das war, weil ihr ist ja auch egal, wenn man Quilak tötet. Ich glaube nur bei der anderen, bei der Fair Lady. Bei der, das findet sie, glaube ich, nicht gut. Soul of Quilos. Er hat einfach jetzt einen Namen bekommen. Warum sind diese Bonuseffekte für die Seelen drin? Ganz ehrlich, als ob man auf die Idee kommt, Seelen so einzusetzen, als Angriff oder als Heilung. Also dafür kriegst du sie doch gar nicht dauerhaft genug. Wer ist das? Er geht wie einer der Ritter aus Anor Londo, aber... So, ist das ein NPC gewesen, der hier vorhin... Wer bist du? Er hat den Helm? Was ist das hier für ein Kitbash? Pancake! Bitte sag mir, dass du nichts Wichtiges gedroppt hättest. Ich kriege seine Seelen aber auch nicht. Wenn wir seine Seelen nicht kriegen, ist er nicht tot. Ich frage mich halt auch gerade wirklich, wo finde ich die Large Ember? Ich meine, in Sands Forge würde vom Namen her irgendwie passen, aber wäre auch irgendwie zu offensichtlich. Ich meine, es könnte weiterhin in den Untiefen sein. Das Ding ist, da kommen wir halt nicht direkt hin. Hier ist erstaunlich wenig los. Okay, das ist clever.
Habe ich nur das Gefühl, oder ist die Kugel schneller als so? Beziehungsweise die Abstände, habe ich das Gefühl, sind kürzer. Kann es sein, dass man diesen Run nicht schaffen soll? Da ist Onion Bro. Oh shit. Aber hier ist noch ein Secret. Okay, aber das Item, was hier normalerweise wäre, fehlt. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch nicht sein soll. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nirgendwo im Moment so richtig sein soll. Weil ich bin nicht hinterhalte. Bin ich auch nicht. Und ich habe so viel Dead Air in meinen Streams, das ist nicht lustig. Rusted Iron Ring, den kriege ich natürlich genau hier. Den kriegt man nicht irgendwie ein bisschen vorher. Nein, das wäre ja zu einfach. Das könnte sogar funktionieren, dass der Delay dadurch lange genug ist. Wenn das der gewollte Weg ist, wie man das macht, dann habe ich mit dem Modder hier ein ernsthaftes Wörtchen zu reden. Weißt du denn, wo du den Modder kontaktieren kannst? Welchen Modder? Ich weiß auch, ich weiß, wo sein Discord-Server wohnt. Hä? Als ob. Ich bin so blöd. Ich habe das wohl. Wieso habe ich das hier vorhin nicht gesehen? Okay, der Modder ist off the hook, weil das ging auch so. Ich glaube, das ist auch der gewollte Weg, wie man generell das mit den Bällen macht. Aber du schaffst es halt normalerweise halt auch dadurch. So, was hat er jetzt mit den Feuerbomben gemacht? Wait. What? Einfach eine Mimik in Aktion. Man sieht sie sogar atmen. Bro, du bist die schlechteste Mimik, die ich je gesehen habe. Aber das ist cool, das Vieh so einzuführen. Weil so bringst du dem Spieler bei, dass er auf die Mimics aufpassen soll. Dass er nicht jeder Kiste trauen kann. Das war so klar, dass das Bonfire nicht hier ist. Wäre ja viel zu einfach gewesen. Aber du bist hier. Bonfire. Oh, God bless. Aber jetzt erstmal den Bombentypi weg. Faded Ember. Reinforced weak standard weapons or transformed into raw weapons. Das ist die Large Ember. Oder das müsste die Large Ember sein. Das war so klar. Warum versuche ich das überhaupt? Ich habe das Gefühl, der Typ ist der neue Londo Archer. Okay, Iron Golem ist noch Iron Golem. Die Frage ist der allein? Oder ist da vielleicht noch ein Boss? Uah. Okay, das ist fies. Wir haben einfach den Winkel geändert. Great Club plus 6. Plus 7. Plus 8. Plus 9. Plus 10. Kurzer Damage-Test. Und dann können wir den heutigen Stream eigentlich auch wieder mit einer freien Wahl für den nächsten beenden. Nämlich, ob wir Iron Golem machen wollen. Oder ob wir Lost Izalith nochmal eine Chance geben. Beziehungsweise den Demon oder was es war. Oder ob wir vielleicht nochmal versuchen, uns durch Blighttown zu kämpfen. Jetzt mit einer plus 10 Great Club. Könnte man das jetzt sich durchaus nochmal überlegen.